Ja, hallo liebe Freunde hier aus Damaskus. Wie man sieht, ist der syrische Lockdown voll im Gange. Wir sind hier wieder unterwegs, die Gegend inspizieren und natürlich alle sitzen mit Mund- und Nasenschutz hier. Und wir warten auch darauf, dass Ordnungsamt mit einem SEK hier stürmt. Aber Spaß beiseite, in Syrien findet das Leben statt. In Syrien haben Geschäfte, Restaurants, Cafés, Bars, alles geöffnet. Es gibt keinen Lockdown, es gibt auch keine Übersterblichkeit. Man sieht hier, dass die Menschen das Leben genießen, dass die Menschen fröhlich sind. Hier wird gefeiert, hier wird getanzt. Hier wird gesungen und alles ohne jegliche Drangsalierungen durch die Behörden oder Einschränkungen durch irgendwelche Behörden. Ja, darum sollten wir wirklich nachdenken, ob wir mit der Corona-Politik in Deutschland den richtigen Weg gehen. Denn es gibt hier keine Übersterblichkeit, es gibt keine Leichenberge. Es gibt hier einfach nur fröhliche, feiernde Menschen. Und wir sollten in Deutschland unsere Politik überdenken. Natürlich muss man versuchen, alte und gefährdete Menschen zu schützen, aber nicht durch monatelangen Lockdown, durch Zerstörung unserer Wirtschaft oder durch irgendwelche Impfzwänge die Bevölkerung schikanieren, so wie es die Merkel-Regierung in Deutschland macht.